Mit einer Prozession feiern die Armenier ihr Fest des Kreuzes. Dreimal umkreisen sie das Grab Christi. Die Griechen behaupten, sie hätten das Recht, während der Prozession einen Abgesandten ins Grab zu schicken. Die Armenier streiten das strikt ab, die Polizei steht Gewehr bei Fuß und dann gibt es Krach. An der heiligsten Stätte des Christentums, direkt am Eingang zum Jesusgrab, schlagen sich die Mönche buchstäblich die Köpfe ein. Christliche Nächstenliebe? Manche Menschen, sagt uns ein armenischer Mönch hinter vorgehaltener Hand, verstehen eben nur die Sprache der Gewalt. Weil es hier so viele verschiedene Konfessionen gibt, entschieden die Muslime, als sie die Stadt eroberten, den Schlüssel der Kirche an eine berühmte muslimische Familie zu geben, sodass sie die Kirche morgens öffnen und abends schließen können. Der macht auf, der macht zu und keiner kann dem anderen sozusagen den Eingang verwehren. Natürlich sind die Christen nicht besonders stolz auf diese Situation, dass sie nicht Herren sozusagen ihrer eigenen Kirche sind. Aber so ist es nun mal, und zwar seit über 1000 Jahren. Und das ist der Mann mit dem Schlüssel. Sein Job, Torhüter. Doch manchmal springt Waji, der Muslim, ein, wenn Reiseführer Hilfe brauchen. Sehr zum Ärger mancher Priester. Bitte, Sie sind doch hier gar kein... Mir gefällt nicht, dass Sie hier sind. Beschweren Sie sich doch bei Ihrem Amt. An Weihnachten, an Ostern, fährt auch Jamil Banura zum Gebet in die Grabeskirche nach Jerusalem. Haben Sie mal diese Feiertagsprozessionen gesehen? Die Patriarchen führen sich auf wie Könige. Jeder einzelne von ihnen will vor seiner Gemeinde stehen und verkünden, ich bin der König. Als wir Erzbischof Atallah Hanna fragen, ob er sich wirklich wie der König der Grabeskirche fühle, bekommen wir eine Lektion in Kirchengeschichte. Erzählungen aus dem alten Byzanz, wo Erzbischöfe noch in Ruhm und Würde lebten. Mit einer Prozession feiern die Armenier ihr Fest des Kreuzes. Dreimal umkreisen sie das Grab Christi. Die Griechen behaupten, sie hätten das Recht, während der Prozession einen Abgesandten ins Grab zu schicken. Die Armenier streiten das strikt ab, die Polizei steht Gewehr bei Fuß und dann gibt es Krach. An der heiligsten Stätte des Christentums, direkt am Eingang zum Jesusgrab, schlagen sich die Mönche buchstäblich die Köpfe ein. Christliche Nächstenliebe? Manche Menschen, sagt uns ein armenischer Mönch hinter vorgehaltener Hand, verstehen eben nur die Sprache der Gewalt. Weil es hier so viele verschiedene Konfessionen gibt, entschieden die Muslime, als sie die Stadt eroberten, den Schlüssel der Kirche an eine berühmte muslimische Familie zu geben, sodass sie die Kirche morgens öffnen und abends schließen können. Der macht auf, der macht zu und keiner kann dem anderen sozusagen den Eingang verwehren. Natürlich sind die Christen nicht besonders stolz auf diese Situation, dass sie nicht Herren sozusagen ihrer eigenen Kirche sind. Aber so ist es nun mal, und zwar seit über 1000 Jahren. Und das ist der Mann mit dem Schlüssel. Sein Job, Torhüter. Doch manchmal springt Waji, der Muslim, ein, wenn Reiseführer Hilfe brauchen. Sehr zum Ärger mancher Priester. Bitte, Sie sind doch hier gar kein... Mir gefällt nicht, dass Sie hier sind. Beschweren Sie sich doch bei Ihrem Amt. An Weihnachten, an Ostern, fährt auch Jamil Banura zum Gebet in die Grabeskirche nach Jerusalem. Haben Sie mal diese Feiertagsprozessionen gesehen? Die Patriarchen führen sich auf wie Könige. Jeder einzelne von ihnen will vor seiner Gemeinde stehen und verkünden, ich bin der König.
als wir Erzbischof Atala Hanna fragen, ob er sich wirklich wie der König der Grabeskirche fühle, bekommen wir eine Lektion in Kirchengeschichte. Erzählungen aus dem alten Byzanz, wo Erzbischöfe noch in Ruhm und Würde lebten.